Guten Morgen, Zockerfreunde. Da bin ich wieder. Tja, was soll ich sagen? Das Jungle hat's mir mal wieder angetan. Und Olaf habe ich jetzt schon ein paar Tage nicht mehr gespielt. Nunu war leider ausgewählt, weil ich dachte mir auch mal, naja gut, spiel mal so richtig bösen, fiesen, dreckigen kleinen Slow Nunu, der auch noch richtig schön böse AP-Schaden macht. Aber es war mir nicht gegönnt. Also habe ich jetzt gesagt, gut, ich kümmere mich darum. Ich arbeite damit und schau, dass ich irgendwas anderes nehme. Erst Die wollte ich Shenzhou Verhandlungen sind nehmen, aber wenn erschienen. ihr jetzt hier mal mit auf die Zusammenstellung guckt, dann seht ihr, dass genau hier im gegnerischen Team auch ein Shenzhou ist. Und dann bin ich ganz froh, dass ich jetzt doch den Olaf genommen habe. Und ich behaupte einfach mal, dass ich genug Durchhaltevermögen habe, damit ich mir das erlauben kann. Tja, was kann man noch sagen? Wie ihr seht, ich spiele wieder den Jungler total untypisch im Vergleich zu anderen. Und zwar ist es so, dass ich mit Boots und Tränken bewaffnet bin. Alleine aus der Tatsache, ich habe mal wieder komplett auf einer Death-Skill umgesetzt. Und wie ihr seht, ich habe jetzt gerade mal ein Drittel an Leben verloren. Das geht eigentlich auch recht gut. So, jetzt habe ich meine Axt, die ich dann natürlich auch gleich boosten werde. Und dann geht's direkt ins nächste Camp. Also das ist eigentlich ganz gut. Und ja, deswegen gehe ich einfach diesen Weg. Ich will schneller junglen, weil Shenzhou, ja, relativ viel Angriffsschaden nämlich hat. Oder auch sein Slow, der kann sich ja sehr schnell über die Map bewegen. Sofern er praktischerweise ein Camp sieht oder so, dann stürmt er drauf. Und damit das dementsprechend nicht so aussieht, dass er natürlich sich einen Vorteil erhascht, will ich diesen Weg gehen. Gut, in der Mitte sieht schon etwas bedrohlich aus. Das ist jetzt natürlich gerade witzig. Ich habe die Grafikeffekte etwas hochgestellt, weil ich mir meine Aufnahmen angesehen habe und schon gemerkt habe, ich habe zwar eine hohe Auflösung gestellt, aber es ist doch etwas verschwommen. Natürlich will ich da auch, sag ich mal, ein bisschen Komfort leisten. Auch wenn ich hier bis High-End fahren könnte, würde ich es nicht tun. Das ist irgendwie so eine alte Psychologie, die ich besitze. Praktischerweise einfach seine Ressourcen ein bisschen zu schonen. Ich meine, der eine oder andere mag mich dafür für bescheuert erklären. Aber ich bin praktisch noch so von der alten Schule, wo man mit dem haushalten musste, was man hatte. Und ja, wo man sich auch mit seinem mickrigen kleinen Geld praktischerweise seine Sachen zusammengespart hat, wie zum Beispiel meinen anderen PC, den ich hier auch noch stehen habe, den ich mir für 300 Euro dann praktischerweise ohne Betriebssystem gekauft habe, weil wir hatten ja schon eins. Und zusätzlich die Tatsache, dass man den von seinem Azubi-Geld zusammengespart hat, und dann ist das schon was Besonderes. Und deswegen, selbst wenn ich es könnte, ich würde hier nicht bei solchen Games High-End fahren. Alleine, weil es schon irgendwelche Online-Spiele sind und ja, dass dann natürlich Grafik und Latenz schon oftmals auch nicht unbedingt Hand in Hand geht. Und ja, ansonsten würde ich sagen, schauen wir mal aufs Gameplay. Wir sehen, Wukong Top ist eigentlich eine witzige, aber auch komische Variante, weil, wow, sehr schöner Kill. Wukong, sag ich mal, ist eigentlich nicht so der typische Top-Laner, erst recht nicht, wenn man einen Shen im Team hat. Aber wir sehen, es funktioniert scheinbar. Orianna auf der Mitte, natürlich sehr große Reichweiten. Twisted Fate auch. Kann man eigentlich nicht gegensprechen. Aber, ja, was soll man dazu sagen? Läuft halt. Twisted Fate kämpft etwas mit dem Mana. Ja, Orianna spielt aber sehr vorsichtig. Ich beobachte das schon immer ein Weilchen hier auf der Map rechts. Ja, Kog'Maw ist unten mit Shen. Also da ist es genau das, was ich meine, was halt etwas untypisch ist. Na komm schon. Nein, scheiße, Mann. Nein! Scheiße, Mann.
Da hat mein Flash nicht funktioniert. Ansonsten hätte das vielleicht ein sehr schöner Kill werden können. Aber auch nur vielleicht. Sorry Leute, dass ich euch jetzt praktischerweise was weggenommen habe. Aber damit konnte ich euch beim besten Willen jetzt gerade nicht dienen. So. Mal eben den Tower noch ein bisschen abgesichert. Es ärgert mich jetzt natürlich, dass das jetzt nicht so geklappt hat, wie ich wollte. Und normalerweise würde ich mir jetzt Wiggles Lantern oder Laterne holen. Lol, wo habe ich denn jetzt ein bisschen Schaden hergenommen? Auch nicht schlecht. Aber ich möchte so früh wie möglich auf Schaden, deswegen gehe ich auf Page. Und mache mich natürlich direkt zu Anfang etwas tanky, wenn dann gleich das Ganken anfängt. Ich habe mit meinem Team abgesprochen, dass sie sich defensiv halten sollen, dass ich dann ab Level 6 versuche zu ganken. Wobei ich mich jetzt gerade etwas frage, was die hier machen. Ich meine, Kog'Maw zugreifen ist definitiv die richtige Variante. So, jetzt kommt Daddy. Ja, entweder ist gewardet, wer ist nur dermaßen vorsichtig. Das ist natürlich richtig scheiße. Da kann ich nicht eingreifen. Auch wenn ich sehr, sehr gern würde. Da müsste er sich schon als Köder stellen und Shin Tsao drauf reinfallen. Shin Tsao ist auch Level 5, also ja, er hat jetzt natürlich auch schon Boots. Ist also recht schnell und flexibel. Und hat natürlich typischerweise mit Rüstung und Tränken angefangen. Also ich behaupte jetzt einfach mal, ich schon mit schnellen Boots und natürlich schon den ersten Schadenswerten. Gerade deswegen, weil wir ja mit einer Dev-Skill unterwegs sind, in Anführungsstrichen einen geringen Vorteil besitzen. Aber ob der sich ausspielen lässt, ist eine Frage, weil die Gegner sind immerhin schon mit einem 0-4 bewaffnet. Und 0-4 ist nicht gerade wenig. Und Orienne ist sehr, sehr, sehr aggressiv. Wollen wir mal sehen, Shin Tsao mal wieder in Sicht gewesen? Nein, leider nicht. Schade eigentlich, schade, schade. Aber ich behaupte mal, er wird in der Mitte oder unten reingenken. Schauen wir mal, was Orienna da macht. Schade, wirklich schade, das war sehr, 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 sehr knapp. So, jetzt kommt Daddy. Oh, drei Bots, das ist natürlich richtig böse. So, auf die Mütze gibt's von mir. Ja, gegen die beiden kann ich leider nichts ausrichten. Die sind A zu weit weg und B machen die auch zu viel Schaden, wenn ich jetzt da in Close Range komme. Ja, er meint natürlich, er kann jetzt einen schnellen Free-Kill abstauben. Die Chance, die gewähre ich ihm aber nicht. Und ja, wie gesagt, es ist richtig. Normalerweise hätte ich jetzt nicht auf Shin Tsao, auf Shen gehen dürfen. Ja, natürlich. Klau mir den dicken Golem. Ey, du bist ja wohl ein Held, ey. Wenn ich schon meinen Smite dafür verschwende, dann kannst du ja wenigstens mal ein bisschen anständiger sein. Also die Logik mancher Teammates, ich verstehe sie nicht. Ja, und ich kriege hier, glaube ich, gleich Besuch, wenn ich mich hier nicht beeile. Shin Tsao ist nämlich bei uns im Jungle. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, um ihn herumzugehen. Jawohl, meine Warnung hat scheinbar Wunder gewirkt. Nichtsdestotrotz stirbt die Bot hier wie am Schnürchen. Ja, komm. Ja. Super. Herzlichen Glückwunsch. Miss Fortune stirbt. Oder auch doch nicht. Ja, das ist jetzt für mich die beste Einladung. Ich habe kein Love, aber ich werde es riskieren. Auch jetzt drückt doch nicht die Lane noch weiter. Mädel. Na, das sind Sachen, die ich verstehe sie nicht. Also das findet auch irgendwie keine Begründung.
keine Ahnung, das ist auch wie beim Gericht, wenn man dann praktischerweise keine Begnadigung mehr erhält, weil das dann einfach, ja, scheiße ist, um es mal ganz ehrlich zu sagen, was die machen. Da gibt es keine Rechtfertigung für. Ich meine, wie soll man Leuten helfen, wenn sie sich nicht helfen lassen? Man, ein bisschen Eigenwille gehört ja auch dazu. So, wieder ab in den nächsten Jungle. Wobei ich natürlich sagen muss, wenn ich hier gerade schaue, na gut, Pantheon hat ein 0-2-0. Aber ein Wukong ist natürlich schnell und trickreich. Würde ich behaupten, dass er seine Sache relativ gut macht. Sofern er jetzt nicht noch öfter stirbt. So, Camps sind alle ausgelöscht? Ja, jetzt braucht er nicht nach mir rufen. Ja, das war aber ein sehr schöner Kill. Da war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder so ähnlich. Ja, und oben wird Pantheon aufgerieben. Jetzt muss ich natürlich gucken. Jetzt muss ich hoch. Wenn ich jetzt nicht hochgehe... Ja, das war natürlich sinnfrei. Aber er hat ihn noch mitgerissen. So, jetzt schauen, ob ich schnell genug da bin. Damit ich mit einem beherzten Flash und einem Axtwurf da hinterher komme. Komm schon! Ne, beim besten Willen nicht. Das will's und soll's nicht sein. Es ärgert mich gerade zu Tode. Ich verstehe auch nicht, warum er gerade so schnell ist. Weil einen Schnelligkeitsbuff hat er nicht, sprich Geist. Normalerweise hätte er jetzt sterben müssen. Wirklich sterben müssen. Tja. Sagen wir einfach, ich habe schlechtes Timing gehabt. Ich glaube, das ist, ja, beste Begründung. Oder die einzige, die einen Sinn ergeben würde, dass ich es jetzt nicht gepackt habe. So, Shin Tsao rennt unserem Twisted Fate hinterher. Ja, toll. Jetzt soll ich auf die Mitte aufpassen. Das ist natürlich richtig geil. Und ich werfe die Axt daneben. Alter Schwede. Naja, zumindest hat sie auch daneben geworfen, sozusagen. Ja, wunderbar. Unten ist ein Kill gemacht worden. Twisted Fate stirbt jetzt aber. Ja. Shin Tsao. 1-1 ist immer eine schlechte Bilanz. Und ich glaube auch, dass er es nicht wirklich lernen wird. So, schauen wir mal, ob der Slow gut genug war. Oh, scheiße, Mann. Müssen die dann alle immer einen Flash parat haben? Ey, ich glaub's ja wohl. Wenn ich dann noch schon mal um die Ecke gucke, warum klappt's genau dann nicht, hä? Hast du noch gar keinen... Die hat noch keinen wirklichen Lebensraub, also... Wie viel Farm hat unser Shin Tsao eigentlich? 30? Na gut, also was Farm angeht, kann ich ihn vielleicht eine Schnippe vorausschlagen. Aber er hat schon 3 Kills, nicht nur einen. Und die Kill, die Tote, naja gut, er hat zwar 2 erlitten. Es wirft ihn aber nicht sonderbar zurück, scheinbar. Ich verstehe nicht, warum die unten immer...
Solo gehen müssen gegen die Gegner. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also die Botlane, die feedet wie Sau. Man kann nichts machen. Mitte kann ich gerade auch nicht aushelfen. Also es ist gerade echt zum Kotzen. Ich laufe hier wie so, keine Ahnung, so freiwillig durch die Gegend. Selbst wenn ich da jetzt angreife, Shen rutscht einmal über mich her und das war's dann mit mir. Oh mein Gott. Da finde ich keine Begründung mehr für. So, Orianna pusht. Ich hoffe, das wirkt jetzt hier. Ja, sie portet sich einmal schräg über die Mauer weg. Scheiße, Mann, wie... Ah, diese verdammte Drecksulti. Ja, was soll ich machen? Sie haben mich super gut ausgekontert. Wie Shin Zhao da aber jetzt so schnell hingekommen ist, ich frage mich beim besten Willen. Hat er einen Teleport? Nein, hat er nicht. Wie kommt er dann so schnell hin? Ergibt sich nicht gerade einen Sinn für mich. Wow, schöner Doppelkill von Nunu. Seine Ulti ist echt Gold wert, wenn sie richtig eingesetzt wird. Tja. Da gibt es jetzt auch nichts weiter zu tun. Richtig geil. Ich renne hier wie freiwillig praktischerweise rum. Ja, ohne ein klares Ziel. Und zwei Lanes haben wir schon verloren. Die Gegner, die haben 8 Kills mehr. Also es ist gerade eine echt scheiß Bilanz. Ja, natürlich, Miss Fortune. Dieser Ulti wird dir überhaupt irgendetwas bringen. Und das fällt dann so unter die Kategorie äußerste Sinnfreiheit. Ich meine, ich kann nicht mit einem Ulti auf ein volles Ziel angreifen, das definitiv kaum Schaden davon kassieren wird, mal so davon abgesehen. Ja, wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Pantheon wird jetzt erstmal ordentlich in die Mangel genommen. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Ja, nice, 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 muss ich sagen. Wobei ich jetzt gerade den Shen-Fokus nicht für einen Vorteil halte. Aber definitiv ist das hier gerade eine super Methode gewesen, um den Tower zu tanken. Ja, sehr, sehr nice. Wow, lass mich weg. Ja, schön. Aber wir haben jetzt hier immer noch Orianna vor der Nase. Lol. Wie zum Henker macht ihn... Ach so, Griff des Todesfeuers. Tja, du hast keinen Mana mehr, meine. Interessant. Interessant. Tja, ich muss mich erstmal aufladen gehen. Ja, bleib so lange in der Mitte stehen, bis die Teammates wieder da sind. Ach, Hilfe, erlöse mich. Erlöse mich. Na, da kann ich nichts reißen. Überhaupt nichts. Nichts, 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 nichts. Ja. Also, Pantheon 1-7. Meine gute Meinung über ihn hat sich jetzt definitiv über den Haufen geworfen. Twisted Fate 2-6. Ja, das sind so die kritischsten Fälle bei uns. Ja, und Wukong, da rockt natürlich mit 7-0 ab. Schön. Ja, Miss Fortune. Das wirst du auch nicht reißen. Ja, ohne Flash kommst du jetzt eh nicht hinterher.
Na, herzlichen Glückwunsch. Jetzt lass ich am besten noch vom Tower aufreiben. Jemine, Jemine, Jemine. Oh, Wukong oben als Free Kill zu sehen. Ey, jetzt mach dich bloß da weg. Du brauchst nicht meinen Buff, ja? Macht nichts, ob du mich beleidigst oder nicht. Ich habe gesagt, ihr sollt Death spielen, wenn ihr es nicht tut, ist aber schuld. Wobei du jetzt kein Problemfall darstellst. Aber ich hasse es immer, meine Ressourcen abzugeben und dann praktischerweise dann, ja, als Quittung praktischerweise deren Versagen mitkriegen und den Gegner auch noch ihre Buffs spendieren. Und das ist hier, irgendwie zu 90% so, wenn man in solchen Matches ist. Ja, also spielen ohne Fiden können sie nicht. Man sieht es. Sehr, sehr nice. So, jetzt gibt's auf die Mütze. Jetzt lasse ich auch von der Regel ab, dass Shen kein First Target ist. Ah nein, nicht Kog'Maw. Komm schon! Nein, das gibt es doch nicht. Meine Fresse, ey. Können die ohne Mana in den Kampf rennen? Das können alle super. Die wissen überhaupt nicht, was die fokussen müssen. Die gehen auf alles kurz und quer. Das ist echt lachhaft. Ja. Aber Nunu macht wirklich seinen Job. Also das nächste Mal sehe ich echt davon ab, den Buff selber zu nehmen. Ich glaube, bei ihm ist er wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Komm schon, jetzt geben wir ein bisschen Armor hier. 9 Gold. Meine Güte, das kann ja wohl nicht so schwer sein. So, jetzt zu Pantheon hinlaufen. Wow. War jetzt aber auch sehr schön gesehen von Twisted Fate. LOL. Jetzt mal im Ernst. Wo kam Wukong zum Henker her? Bam. Wenn er mich unbedingt fokussen will, bitteschön. Dann kriegt er es. Dann müssen wir jetzt gucken, dass wir uns hier erstmal wieder eine Weile aufladen. So, Orianna ist auch hier unten. Nicht mehr. Gut, sie düst auch wieder nach hinten weg. Ja, aber das hilft uns nicht wirklich. Da kommen nur gleich wieder schön Zaumelke. Dann wollen wir lieber mal den Drachen killen. Ich hoffe natürlich, dass den jetzt einer von denen tankt. Am besten Pantheon. Damit ich mich ein bisschen daran aufladen kann. Sehr schön. Ja, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch.
Pantheon geht natürlich voll auf Angriff. Mann, aus welchen Richtungen kommen die alle zum Henker? Das gibt's ja wohl nicht. Also die haben eine Beweglichkeit über die Karte, die ist unglaublich. Also, wow. Ja, ja, surrendern. Das können sie komischerweise alle. Wer will denn diesmal? Ach, Nunu auch noch. Ist klar. Das sind mir die richtigen. Wir haben aber natürlich mit Shin Tsao. Oh, guck mal, der hat natürlich auch schon Madrid Schnitter. Na komm schon. Sehr schön. Ja, Wukong geht natürlich für eine schnelle Kill-Revolte durch hier. Schaue mal und hoffe, dass das hier der richtige Weg ist, den wir gehen. Nein. Ansatzweise könnte man ihn durchgehen lassen, aber auch nicht, dass wir ihn noch einholen würden. Da trickst du sonst zu sehr aus für. Tja. Tja, Pantheon 210. Ja, und mal wieder alle im Jungle stehen und meinen Farm klauen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Auf die Mütze gekriegt, wenn er uns hier provozieren will. Ja, Nunu hat den Buff aber bekommen. Das ist schon mal schön. Wow, sehr schön Ulti. Komm schon, wenn wir schon die Gelegenheit haben, gehen wir auf Wukong. Bam. So geht das. Einmal direkt hinterher geflasht. Ich wette, damit hat er nicht gerechnet. Ich meine, auch wenn wir die Runde jetzt verlieren, was natürlich sehr wahrscheinlich aussieht, gehört so das zu den Faktoren, wo man sagt, naja gut, komm, es gab Situationen, in denen haben wir uns äußerst beschissen angestellt. Es gab auch Situationen, in denen haben wir uns gut angestellt und die haben einfach gewonnen, dann ist gut. Wobei man natürlich das jetzt auch eher unter diesem Augenmerk stellen könnte, dass sie sich natürlich mehr dumm als recht anstellen. Aber okay, das lassen wir einfach. Ja. Aber es läuft einfach. Und von daher, ich meckere jetzt nicht. Ich lasse es einfach so geschehen und gut ist. Ja, Twisted Fate, genau. Du als Erster, geh rein. Zeig den Leuten, wie der LAN hier läuft. Und stirb auch noch schnell. Dann hast du definitiv alles getan, was wir brauchen können. Natürlich Spaß beiseite, ihr werdet natürlich merken, ich laber hier jetzt gerade Unfug. Ich will natürlich gewinnen. Aber die Leute, die meistens, sag ich mal, am zerbrechlichsten sind, die meinen entweder noch die Tanks spielen zu müssen oder irgendwelche Opfer, wie man das auch formulieren möchte. Und das ist natürlich alles suboptimal. Ja Leute, ihr müsst schon einen kleinen Moment warten, beim besten Willen. So schnell komme ich nicht zu euch hoch. Ja, sehr schön. Kogmo ist jetzt tot. Oh, was ist los, Leute? Ach, was für eine schlecht getimte Ulti. Traurig, traurig, traurig. Aber Nunu verwandelt, wie so häufig. Ja, beim besten Willen, Miss Fortune, da komme ich nicht hinterher. Ähm.
Herzlichen Glückwunsch. Ja, warum er meinen E-Spell nicht angenommen hat, ich wage es zu bezweifeln. Dass ich das herausfinde. Herausfinde, so rum. Tja, jetzt habe ich auch schlechte Stats, wirklich beschissene Stats. Ein 2-5 ist natürlich auch überhaupt nicht zumutbar. Aber, was soll man dazu sagen? Die Gegner haben 12 Kills mehr Vorsprung. Das gibt natürlich in der Addition richtig viel Kohle. Wenn wir jetzt nur für den Killenden 300 Gold berechnen, 300 mal 12, ne? Da sind wir schon bei 3600 extra Gold, die auf das Konto der Leute verteilt ist. Plus natürlich die möglichen Assists von auch ungefähr 150 Gold, die natürlich auch massenhaft überwiesen werden dann. Gerade weil sie nur zusammen rumrennen, ja, und dann sind wir schnell ausgezählt. Da hofft man natürlich auch, in seinem Tränk irgendwas super Gutes zu finden. Was natürlich etwas die Spielleistung noch voranbringt. Aber nein, sowas haben wir nicht, sowas nehmen wir nicht. Und wäre aber schon ein schöner Gedanke. Na komm schon. Aber irgendwas läuft hier noch nicht. Ich weiß nicht. Also ich mache weder genug Schaden noch halte ich genug aus. Also es gefällt mir gerade beides nicht. Ja, das Team sollte zusammenlaufen. Also das ist natürlich das, was ich in jedem Game feststelle. Die höchste Scheiterrate liegt natürlich daran, dass das Team irgendwo verstreut umherläuft. Und dadurch natürlich voll auf die Mütze kriegt. So. So wie es aussieht, wollen die Baron Nescher machen. Ich bin jetzt natürlich gezwungen, praktischerweise die untere Linie einzunehmen. Für den Fall, dass die hier irgendwas zaubern wollen. Ja, schön. Ohne Nunu brauchen wir uns eigentlich gar nicht reinwagen. Ja, Baron Nescher ist getillt. So, einmal schön raus aus dem Geschehen. Ja, Cogmore löscht mich jetzt ganz einfach aus. Nein, doch nicht. Scheinbar hat er Mitleid gehabt. Wow, wow, wow. Richtig geil, muss ich sagen. Also das muss ich ihm wirklich, also den beiden lassen. Das war jetzt eine richtig schöne Aktion. Also die hätten natürlich gut und gern natürlich auch die beiden noch, also den killen können, den Cogmore. Also ich finde, das war mit dem wenig Leben nicht selbstverständlich, die Leistung zu bringen. Und das ist dann auch wieder der Punkt, wo ich sage, na gut, sie spielen das Game zwar kaputt, aber man ist auch nicht zwingend so sehr unterlegen. Es kommt auch natürlich immer drauf an, was man macht. Hier zum Beispiel ist es so, ich opfere praktisch den Mid-Tower. Aber was soll ich alleine gegen so viele gegen die Mitte machen? Dann gucke ich lieber, dass ich einen anderen Tower safe. Wobei die Mitte natürlich ein sehr zentraler Punkt ist, dass die da sehr, sehr schnell eingreifen können. Und ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was ich kaufen soll. Ja gut, wir haben vorrangig Adela. Ich werde hier, glaube ich, mal Sekes Herold holen. Ich glaube, das ist ganz nice. Ja. Entweder portest du dich back oder du läufst auch zurück, wenn ich es dir sage. Manchmal will der Charme mich echt aufregen, ja? So. Und dann schauen. Vielleicht kaufe ich noch, obwohl es sehr, sehr spät ist, und Trinity Force, so ein paar Grundstats. Ja, worauf Shen natürlich jetzt gewartet hat, wage ich auch mal wieder zu bezweifeln, dass ich auf die Idee komme, einfach ein bisschen im Kreis laufen, während drei Leute da rumsmashen. Ja, ich weiß nicht. Ja. Na komm schon.
Schön vorausgezielt. Sehr schön vorausgezielt. Und noch einmal. Ja. Und Twisted Fate kriegt den Kill. Das ist ja echt unglaublich. Aber wenigstens habe ich einen Assist bekommen. Das ist ja schon mal sehr hilfreich. So. Ja. Er kommt schon. Wenn ich euch hier praktischerweise schon ins Verderben rennen lasse, dann versucht wenigstens irgendwas daraus zu ziehen. Nö, nicht wirklich. Beim besten Willen nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber wie ich das sehe, jeder von denen ist angeschlagen. Also verdammt, jeder. Focus Order ist nicht deren Stärke. Sie haben fairerweise gewonnen. Ich werde jetzt noch ein Spiel dranhängen. Ich würde sagen, das bin ich euch einfach schuldig. Also bis gleich.